Oh, das waren viele Hürden. Es war eigentlich ein richtiger Hürdenlauf. Zum einen ist die Technik noch in den Kinderschuhen. Sprich, die Kameras, die dafür gebaut wurden, die 360er können und auch noch 3D sind, also wirklich dieses räumliche Empfinden haben, sind noch sehr, sehr am Anfang. Und die Datenmenge, die man eigentlich dafür bräuchte, dass man mit der Brille wirklich ein ganz scharfes Bild hat, ist noch nicht gegeben. Zum Zweiten ist ja die Problematik der 360 Grad, dass man alles sieht. Das heißt, du kannst nicht irgendwie auf dem Dolly oder mit dem Steadicam oder wie auch immer rinfahren. Du kannst nicht mal einen Kameramann im Bild haben. Das heißt, wir brauchen eine spezielle Technik, um alles quasi zu eliminieren, was nicht ins Bild gehört.